Wow, spulen wir mal zurück. Wolltet ihr eigentlich schon mal wissen, wie ein Erdbeben entsteht? Wenn ja, ist heute euer Glückstag. Also schauen wir uns den Erdmantel genau an, denn alles fängt dort an. Das hier ist die Erdkruste. Das ist die Übergangszone. Das ist der obere Mantel. Und das ist der innere Kern. Diese Teile bewegen sich 1 Zentimeter pro Jahr. Diese Dinge, die sich bewegen, heißen Platten. Sie verursachen die Erdbeben. Sozusagen folgendes passiert: Die Platten reiben sich aneinander oder stoßen sich ab. Und so entsteht ein Erdbeben. Das ist die flüssige Magma. Sie steigt an die Oberfläche und stoßt so an die Platten. Und so entsteht ein Erdbeben. Ich erkläre euch jetzt, wie man sich vor einem Erdbeben schützt. Wenn man in einem Haus ist, sollte man nicht den Fahrstuhl benutzen. Oder in die Treppenhäuser gehen. Wenn man in der Nähe ein Ausgangstier ist, könnte man rausrennen. Aber Vorsicht! Wenn nicht, sollte man sich unter stabilen Möbelstücken, wie zum Beispiel Tische oder Türrahmen, schützen. Man sollte aber auch nicht in die Nähe von herunterfallenden Gegenständen stehen. Man könnte erdrückt werden. Wenn man in einem Auto ist, sollte man das Auto anhalten und drin bleiben. Nicht noch in die Nähe von Tunneln, Brücken, Gebäuden und Unterführungen stehen bleiben. Achtung, Einsturzgefahr. Sonst passiert das. Das größte Erdbeben fand in Valdivia statt, am 22. Mai 1960. Es wurde auch großes Chile oder Chile-Erdbeben genannt. Die Stärke war 9,5. Für die, die nicht wissen, was Stärke mit Erdbeben zu tun hat, erklären wir es jetzt. Bis jetzt von 1 bis 9,5. Je höher die Zahl ist, desto stärker ist das Erdbeben. Aber erst ab Stufe 6 wird es kritisch. Oh, dank euch habe ich das Erdbeben bestanden. Und wir, das Team, hoffen, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr etwas Neues gelernt habt. Jetzt kommen die Outtakes. Wenn ja, ist heute euer Glückstag. Nein, 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 nein. Du bist Okay. Dann passiert Folgendes. Was stoßt? So das Erdbeben für das nicht stark sein. Was? Das ist nicht in meiner Pose. Leider. Okay. Oh.